In völliger Verkehrtheit des Denkens befindet ihr euch, wenn ihr die Machenschaften des Gegners als göttliche Wunder ansieht, denn sie sind zu erkennen, so wie ihr Menschen guten Willen seid und dann auch recht zu denken begehrt. Denn das ist das Zeichen meines Wirkens, das alles Liebe, Weisheit und Macht bezeugt und ihr darum nur zu prüfen braucht, ob Liebe, Weisheit und Macht zu erkennen ist, wenn ihr von solchen angeblichen Wundern in Kenntnis gesetzt werdet. Denn mein Gegner tarnt sich auch unter Lichtgestalten, er tritt als Lichtgeist auf und irritiert die Menschen, die leichtgläubig sind, die Sensationen suchen und darum auch ungeprüft annehmen. Ihr sollt nicht blind glauben an jede Brief und behalte, was ihm nach ernsten Prüfung als annehmbar erscheint. Und wird euch nun von Erscheinungen berichtet, die mein göttliches Wirken sein sollen, so wisst, dass ich nicht außergewöhnlich wirke, um Menschen zum Glauben zu führen, weil der Glaube, der lebendig ist, nur durch Liebe wirken gewonnen werden kann und weil von mir ein anderer Glaube wertlos ist. Warum also sollte ich euch ungewöhnliche Erscheinungen darbieten und was sollte ich damit bezwecken? Was zu wissen euch Not tut, erfahrt ihr durch mein Wort, dessen Zuleitung zwar eine ungewöhnliche Gnadengabe ist, die aber keinen Menschen zum Glauben nötigt, der nicht in der Liebe lebt. Doch sie soll euch anregen zum Liebe wirken, und dann wird auch eure Glaube fest und lebendig werden. Und ist ein Mensch in einer hohen geistigen Reife, dann wird er mitunter auch geistig zu schauen vermögen. Doch das, was er geschaut hat, kaum seinen Mitmenschen wiederzugeben imstande sei. Und dann kann nicht von ungewöhnlichen Erscheinungen gesprochen werden, die von mir ausgehen. Doch mein Gegner wirkt oft, indem er die Menschen blendet und ihnen also Dinge vorgaukelt, die nur von Menschen wahrgenommen werden, die selbst seines Geistes sind, die nicht in inniger Verbindung stehen mit mir, ihrem Gott und Vater von Ewigkeit. Und es kann dies dann geschehen, wenn sich Menschen in verkehrtem Denken bewegen und dann selbst in sich den Boden zubereiten für verkehrte Bilder, wenn sie also bereit sind, selbst einen Irrtum zu bekräftigen, indem sie dafür zeugen. Sie sind jedem Irrtum zugänglich, weil sie nicht ernstlich nach der Wahrheit verlangen, und dann ist es für meinen Gegner ein leichtes, auf diesen Irrtum aufzubauen und das Denken des Menschen stets mehr zu verwirren, so dass sie sehen und hören, was er ihnen vortäuscht, weil sie solches sehen und hören wollen. Glaub nicht, dass ich mich beweise oder zu offenbaren suche denen, die sich selbst nicht gestalten so, dass ich mich ihnen offenbaren kann, aber dann geschieht dies auch nicht in so offensichtlicher Weise, die einen Menschen zum Glauben zwingen würden, der noch nicht einen bestimmten Reifegrad erreicht hat. Und frag euch, obwohl den Menschen diese Reife zuerkannt werden kann, die für ungewöhnliche Erlebnisse oder Erscheinungen eintreten, denn immer sind es Massen, die sich bluffen lassen, niemals aber ausgereifte Seelen, die ein offensichtliches Wirken meines Gegners erfahren. Wer blind glaubt, gerät immer mehr in die Fangnetze des Satans, denn bei diesen hat er ein leichtes Spiel. Begehrt ihr aber ernstlich die Wahrheit, dann wird er euch nicht täuschen können,
dann werdet ihr ihn erkennen, was er auch tut, denn sein Wirken kommt aus der Finsternis und verdichtet nur die Finsternis. Wo ich aber wirke, da ist Licht. Licht aber kann wiederum nur dort sein, wo Liebe ist. Und dieses Liebelicht kann nur von mir ausstrahlen, aber es wird auch Helligkeit verbreiten und die Finsternis durchbrechen. Darum sucht das Licht, sucht der Finsternis zu entfliehen und wendet euch an mich als an das Licht von Ewigkeit. Und ihr werdet gleich erkennen, wo sich mein Gegner eingeschaltet hat, denn es wird dort weder meine Liebe noch meine Weisheit oder Macht erkannt werden können. Es wird euch sein Treiben erkenntlich sein, der immer nur ankämpft gegen das Licht und also auch gegen die Wahrheit. Amen.